Unten liegt Gwali. Ein Ort der Ostkap-Provinz, in dem die Menschen noch wie früher leben. Gwali ist ein Dorf der Xhosa, des Volkes, dem auch Nelson Mandela entstammt. Die Politik der Rassentrennung, die Apartheid, hatte versucht, diese Dörfer zu zerschlagen. In Gwali hat diese Politik nicht funktioniert. Fast 3 der insgesamt 6 Millionen Xhosa leben heute noch in der ehemaligen Cis und Transkei. Ortshistoriker Richard Tame versucht, alte Traditionen zu bewahren. Wenn er redet, legt er rituelle Bänder an. We are part of the two powerful Nguni clans. That is the Amakosa. Wir sind Teil der beiden mächtigen Stämme, der Amakosa und der Zulu. Vermutlich sind wir aus dem Gebiet des heutigen Simbabwe gekommen, entlang der Küste. Die Zulus siedelten dann im heutigen KwaZulu-Natal. Die Xhosa zogen weiter, Richtung Süden, in die frühere Transkei und in die heutige Ostkap-Provinz. Das geschah vermutlich im 11. Jahrhundert. Die Xhosa waren das erste zugewanderte schwarze Volk am Südkap. Den Alltag beherrscht bis heute der Sangoma, ein Heiler und Seher. Fast 80% der Bevölkerung Südafrikas sind Schwarze. Das macht den Job eines Sangomas krisensicher. Tsinanda Tsatsi ist 30 Jahre alt. Beinahe wäre er taub geworden. Kräuter eines Sangoma heilten ihn. Er sah das als Omen und so wurde er selbst zum Medizinmann. Blind hat ihn seine Magie aber nicht gemacht. Wenn ich vermute, dass meine Mittel nicht helfen, schicke ich meine Patienten ins Krankenhaus. Anderen kann ich helfen. Ich kooperiere mit den Ärzten. Bolana Tshilelwa konsultiert ihn bei Familienfragen und bei Wehwehchen. Heute hat Bolana eine Magenverstimmung und einen Schnupfen. Umgerechnet 1 Euro für die Behandlung. Das ist es ihr wert. Die Medizin besteht meist aus getrockneten und geriebenen Kräutern. Sangomas verstehen sich als Naturkundler. Ein Pulver soll Bolanas Nase öffnen. Ganz geheuer scheint es ihr nicht zu sein. I'm afraid to sneeze. Lachen, auch eine gute Medizin. Captain Kaiser hat die Mündung des Kai erreicht. Früher ein Grenzfluss, vorn die Cis-Kai, dahinter die Trans-Kai. Heute alles Südafrika. Bis hier ist gebaut, Grenze, nichts mehr. Die Entwicklung stoppt hier und von hier sind es 251 Kilometer bis zur nächsten Mündung, dann fängt Südafrika wieder an. Die wilde Küste, endloser Strand ohne große Kontrollen. Gelegenheit zum Träumen. Lieblingsmusik, können nur sagen Led Zeppelin, AC/DC, Stefan Pompignac und mehrere andere. Also ganz so, wie ich mich da im Moment fühle.